Was geht ab euch, Freunde der Erde? Terrafox hier, gesendet von der Erde. Und heute spielen wir, ich habe doch schon etwas länger auf der Festplatte, weil ich wollte es jetzt unbedingt mal ausprobiert haben. Mount & Blade 2. Wir kennen ja schon Mount & Blade 1, Napoleonic Wars. Da habe ich schon eine ganze Menge Videos hochgeladen und so. Bin im Regiment, KKIR Nummer 59. Und ja, ich habe dann mal ein bisschen, war im Steam-Angebot, habe ich mir dann Mount & Blade 2 geholt, Bannerlord. Bevor ich hier in ein Multiplayer-Match reingehe mit dem Regiment, wollte ich gerne das nochmal im Singleplayer austesten. Und wir sehen hier erstmal Intro. Tailwords Entertainment. Nvidia Physics ist drin, BattleEye, keine Ahnung, was das sein soll. Nvidia. Und wieder lädt es. Was ist das denn hier? Na, wo ist da das nicht? So. Ich glaube, so muss es einstellen. Ja, mal ein bisschen heller. So, bevor ich gehe, gehe ich erstmal kurz in die Option. Das hier muss noch eingestellt werden, wie es aussieht. Frame Limiter. Jetzt schau ich auf 240, Sharpen Amount. Performance, Overall, Very High. Gibt es hier auch DLSS oder so? Ach, da. Quality, so. Done. So, okay. Ich weiß nicht, wie viele Frames wir jetzt haben. Ich gucke nochmal, ob man hier Frames einschalten kann. Show FPS oder so müsste jetzt hier irgendwo stehen. Anscheinend nicht. Nvidia Shadowplay scheint nicht zu funktionieren. Sound Background, Sound Diffusion, Performance. Ja. Ah, oh, Benchmark, das könnte ich auch mal machen hier. Erstmal hier. Okay, so. Okay, egal, wir starten jetzt mit einer neuen Kampagne und so. Ihr habt das Spiel noch nie angespielt. Ich spiele zum ersten Mal, wie man sehen kann. Das machen wir eine halbe Stunde, dann muss ich zum Team spielen. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south. All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples,
to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Ja, das war mal ein geiles, geiles Intro, so wir können wie mal Vagelisons Empire. Alter, ich weiß gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Next. Alter, zurück. Nochmal. Ich habe keine Ahnung, ich nehme gleich das erste. Skin Color. Gender, Voice Pitch. Shoulder to shoulder! Victory! Fire at will! Ah, we're one! Closing! Okay, ich mach mal, so, damit wir eine kleinere Hitbox haben. Build. Okay. Face. Alter, ich weiß nicht, wie lange ich mich da jetzt aufhalten soll hier. Nur mal kann man die Segelohren verpassen. Okay, Eis. So. Na. Wow, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist so unglaublich, wie viel man hier einstellen kann. Dann auch immer eine kleine Nase. Ja, ich versuche so einen Asiaten hinzubekommen. Oh. Nee, hübsche Zähne will ich haben. Nur die hübschen Zähne. Okay, jetzt habe ich einen komischen Asiaten bekommen, hat Europäer Asiate. Okay, egal. Wir schauen uns das mal an hier. Also warum ist das auf Englisch? Habe ich das Spiel nicht auf Deutsch gestellt? Ich kann es nicht verstehen, was da steht. Ich könnte jetzt hier... Meine Fresse, nein. Ey. So, irgendwann Mecha, Skiller, bis ich 5% reden, Charme. Okay, das nehme ich mal. Ich glaube, das nehme ich. Nehmen wir mal einen Schlauen. So, Jungs, ich komme gerade hier, was nimmst du für U20 bis die Kavallerie zu Gas? 20 bis die Infanterie. Ich nehme mal Infanterie, weil ich jetzt hier aus dem Infanterie-Regiment drin bin.
Nee, ich kann mal hier. Oh, das ist Text, ey. Oh. Nee. Das ist dann auch so viel zu lesen, ey. Also Mount Blade 1 war wesentlich einfacher. Da war einfach nur. Ich hab's nie richtig gespielt. Ich hab nur Mount Blade Napoleon Wars gespielt. Like many families sind Karl-Reiter, drauf sind Office Arrows. Ich glaube, wir nennen das Arrows, Dingenskirchen. Enter your name. Egal, so. Okay, da müssen wir erstmal richtig reinfuchsen in das Spiel anscheinend. It's been 3 days now we've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice could come in handy when we catch up with the raiders. The tracks look fresh, and I've seen some smoke on the horizon. Now they'd come too quickly if they're still looting and raiding. Though I'm pretty sure we'll be able to rescue the little ones. We'll die trying. This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice could come in handy when we catch up with the raiders. Well, if they're still pillaging, they may have split up into smaller groups. Hopefully we can get them all at once. But it would help if we could hire or persuade some people to join us. This looks like an old training field for the legions. Is that a middle from the top? Spare some time. Are you sure about that? This looks like an old training field. Let's go on then. Okay, so ich kann trotzdem auf Deutsch. Ist trotzdem alles auf Englisch. Okay, also wie in Mount & Blade 1, jetzt habe ich so einen Fall wie in Mount & Blade 1. Weil er war abgeschaltet oder so. Ich weiß gar nicht, was die Falle bedeuten sollen. Späße springen. Y ist T-Baggen. Das weiß ich wie. Das ist jetzt, jetzt geht's los, ey. Jetzt geht's ab, Leute. Ich weiß, wie man T-Baggt. Oh, Dip Potato Chip. Okay, so wo können wir jetzt hier hin? Gehen wir in Nahkampf. Mit Schiff sucht man ran. Okay, wie drückt man jetzt was? F auswählen. Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Alter, wie viel hält er denn der Teil von links? Der Teil von rechts. Okay. Der Teil von oben. Der Teil von unten. Der Teil greift von links an. Greift von rechts an. Ah, der wie im Mario Blade 1. Okay, das haben wir schon gelernt. Bin nie wirklich gut geworden darin, aber. Zweihandschwert. Okay. So, okay, so wir sind hier im Trainingsbereich. So, da trainieren sie schon. Das ist ein Bein, ein Krüger, aus welchem Grund auch immer.
Oh nein, Kavallerie! Nein, 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 nein. Okay, wie können wir jetzt hier aufsteigen? Nehmen wir den Bogen. Alter, Alter, ich kann überhaupt nicht reiten, ey. Scheiße, nee. Irgendwas ist mit meiner Maus nicht in Ordnung. Irgendwie klickt sie von selbst. Da, jetzt habe ich die gar nicht. Scheiße, nicht, dass meine Maus kaputt geht. Ich habe ja kein Geld, um mir eine Maus zu kaufen. Alter, meine Maus! Ah, ich habe noch eine Bluetooth-Maus hinter mir liegen. Könnte ich vielleicht dann also das ausnehmen, wenn meine Maus hier kaputt geht. Alter! Ohne ein Ziel zu verfehlen, okay. Okay, ist wie Mortal Blade 1 hier. Man kann, wenn man nach runter guckt und dann ab und dann F drückt, dann kann man absetzen. Und ich schicke so viele Ziele, wie ihr könnt. Okay, oh, sind die Ziele ganz andere. Okay. Scheiße. Ah, Kavallerie ist wirklich schwer. Das ist also blöder Krug. Was ist mit dem Krug los? Alter. Jetzt geh doch endlich drauf. Was soll das? Ah, endlich. Der Krug hat mich richtig genervt, deswegen muss ich den einfach erledigen. Oh, dieser kleine Baum. So, was gibt's noch zu trainieren hier? Nimm mal die Armbrust, die ist dann sehr. Die war total OP im Mittelalter. Naja, man kann ranzoomen, Sniper halt.
So, was gibt's denn noch für Wurfspieß? Also mit dem Kugelhaus, ist der unverwundbar oder was? Ah, endlich. Dachte ich schon. Oh, es ist langweilig. Ich nehme jetzt den Bogen. Okay, wenn man zu lange spannt, dann verliert das irgendeine Genauigkeit. So wie ein Bogen halt. Hat die Armbrust anscheinend nicht, das Problem. Ey, das ist die Windmühle im Weg, wie blöd ist das denn, ey? Windkraftrad. Schon damals, Windkrafträder, ne? Da fehlt ja noch eine Ausbildung fortgeschrittene. Ausbildung Fernkampf, Wurfspieß. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal in den Wurfspieß. Wir wissen, ob das hier, wenn wir alle drei Wurfspieß, so. Alter, hat ein Bullet Drop das Ding, ey. Und da hoch so ums Ziel, um das Ziel da unten zu treffen. Alter, der Windmühle. Okay, wir haben jetzt 3 Punkte von oben. Den Fernkampf haben wir abgeschlossen. Wo geht's hier fortgeschrittener Nahkampf? Scheiße, was hab ich jetzt gedrückt? Oh. Willkommen in Kalradia, ihr könnt auf der Weltkarte umsehen, neben mir die SD die Kamera bewegt, weil ich da gerade mal so die Mausbewegung, wir haben das drin und die Ausfahrt rein und raus und versucht das. Ein Truppe wählt ihr, indem ihr auf die Karte klickt, damit wird der Zielpunkt markiert, außer ihr klickt auf einen nicht zugänglich bereitet, weil im Gebirge oder auf dem Meer. Hier gehen wir uns auch TV, ja. Jetzt bei rechter Mausklick. Okay, ich klicke drauf. Und nichts passiert. Okay, klicken. Ah, jetzt geht's. Flüchtlinge! Die Flüchtlinge hier unten, die leben, die dann gehen vom Terror.
Okay. Okay. Gavorod Ortos, okay. Wie kann ich abspeichern? Speichern, so. Wow! Na, man hat mir schon gesagt, dass es ein gutes Spiel sein soll, aber ich blick jetzt erstmal nicht so richtig durch, was man hier machen soll und wie man hier weiterkommt. Aber das reicht jetzt mal, das war das Training erst einmal von Mountain Blade 2, das erste Video darüber. Darüber werde ich mehrere Videos erstellen, vielleicht ein paar Multiplayer-Matches mit mir, AKKI Nummer 59. Falls Sie es mir erlauben, schreibt in den Kommentaren, ob Sie es mir erlauben würdet. An euch vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, wir haben weiter auf euch versuchen. Hier kommt der, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Tschüss. What?